geht denn hier schon wieder ab, ey? So, was haben wir denn hier? Wie? Es gab ein Massaker in den Longshore Stacks. Ein ehemaliger Bargestschläger namens Leon Render hat Anwohner ermordet. Die Hinterbliebenen wollen natürlich, dass er zur Rechenschaft gezogen wird. Mhm. Triff dich dort mit Brianna Dolson, der inoffiziellen Vertreterin der Stacks. Sie erklärt dir alles. Viel Erfolg. Okay. Und speichere ich mal. Zack. Warten wir mal. Okay. Den haben wir doch irgendwo schon mal gesehen auf dem Board von Reed, oder? Kommt aber bekannt vor. Entschuldigt die Unterbrechung. Ich bin Vi. Hans schickt mich. Brianna, richtig? Das ist richtig. Martha, diese Frau hier wird uns helfen. Wir lassen dich jetzt allein. Ja? Ja. Geht schon. Tut mir leid. Ist gerade alles sehr emotional. Bevor es losgeht, muss ich mehr über dich wissen. Das Leben in Dogtown. Weißt du, wie es läuft? Wir sollten über den Mörder reden. Die Zeit drängt. Je eher wir über den Mörder reden, umso früher tue ich das, was ich am besten kann. Sei so gut, Es geht um Vertrauen. Ich bin aus einer City, mehr musst du nicht wissen. Hab lang für Arasaka gearbeitet. Ich habe jahrelang für Arasaka gearbeitet. Hat mich alles und mehr gekostet. Aber Dogtown existiert nur, weil jemand davon profitiert. Ein Kampfgebiet. Kein Ort, um eine Familie zu gründen. Hier ist man, weil man sonst nirgends hin kann. Ich hab dich schon erwartet. Mein Name ist Brianna. Vor 6 Jahren bin ich vor den Tigers geflohen und hier gelandet. Die meisten hier haben eine ähnliche Vergangenheit. Fliehen, überleben. Deshalb müssen wenigstens dieses eine Mal unsere zusammengekratzten Eddies für Gerechtigkeit sorgen. Wahre Gerechtigkeit. Wer bezahlt mich? Wie hast du das Geld zusammengekratzt? Jeder hat was dazugegeben. Wir haben genug gelitten. Definiere Gerechtigkeit. Gerechtigkeit. Was heißt das genau? Gibt unterschiedliche Meinungen. Was ist eure? Leon Rinder verdient es nicht, weiterzuleben. Er hat für Hansen gemordet. Ah, die Art von Gerechtigkeit kenne ich nur zu gut. Schön für dich. Ändert nichts daran, dass Rinder Marthas Sohn Jason, seine Freunde und 4 andere getötet hat. Jason, Caleb, Deontay, Omar, Pharrell, Matthias, Alyssa und Tamika. Wie sind sich Jason und Rinder begegnet? Warum sollte Rinder sich mit Jason treffen? Ideen? Ich weiß nur, dass Jason Kontakt zwischen Rinder und den Scavs herstellen sollte. Scavs? War Jason etwa in zwielichtige Geschäfte verwickelt? Er war ein junger Mann, der in Dogtown überleben wollte. Kein Engel, aber das Herz am rechten Fleck. Dafür hat Martha gesorgt. Warum ist Rinder von Barcase weg? Rinder ist kein Bargestsoldat mehr? Warum? Keine Ahnung. Ich weiß nur, dass er ein brutales Monster ist. Welche Verbindung hat er zu Hansen? Als Hansen nach Dogtown kam, soll Rinder die Befehle ausgeführt haben, die den anderen zu heiß waren. Warum hat er das getan? Kümmern sich nicht Hansens Leute um Rinder? Nicht mal Bargest lässt Mörder ohne Konsequenzen davonkommen, oder? Wenn sie schnappen. Hab denen alles erzählt, aber es ist ihnen egal, wie immer. Marthas Sohn, Jason, wollte Fixer werden. Hat einen Deal ausgehandelt, Rinder in die Stacks geholt. Es gab Streit, Rinder griff ihn an und wir schrubben immer noch das Blut von den Wänden.
Die Leichen waren nur noch an den Implantaten zu erkennen. Verstehe. Das hier hatte Jasons Leiche bei sich. Ist verschlüsselt, aber dir fällt schon was ein. Sieh dich ruhig um. Es gibt immer noch viele Spuren. Was ist auf dem Splitter? Was ist auf dem Splitter? Weiß nicht. Ich wette, es sind die Infos dazu, was Jason für Rinda gemacht hat. Rinda kriegt, was er verdient hat. Dafür werde ich sorgen. Kannst du Jasons Mutter sagen? Okay, mach ich. Jetzt weißt du, was wir durchgemacht haben. Lass uns nicht hängen. Verlasst euch auf mich. Rindas Erkennungsmarke. Bring sie mir. Die wird diesen Schlägern klar machen, dass wir uns wehren können. Okay. Ich tue mein Bestes. Hacke den Splitter. Okay. BD-55-1C. Ja, easy. Jason Foreman hat einen Kunden für dich. Der Typ will Militech-Kampfimplantate verkaufen. Dritte Generation. Gut. Schick ihn zu uns nach Pacifica, das alte Los Osos-Motel. Wo hat er sie her? Sag mir lieber erstmal, wie viel du zahlst. Ich zahle nur für gutes Chrom. So ist es. Ist es? Ist es? Achso, ist es dann viel? 10.000 plus? Okay, geil. Und mein Anteil? Red keinen Scheiß. Du kriegst das gleiche wie immer. Wenn du mehr willst, red mit deinen Lieferanten. Ey, es ist doch immer dieselbe Scheiße mit euch, Wichsler. Okay, zum alten Motel. Du suchst das Gebiet? Das Gebiet hier oder das Motelgebiet? Das ist ein bisschen unspecific Spiel. Ich will, dass Rinda Angst hat. Dass ihm alles genommen wird. So wie er mir alles genommen hat. Aber ja, doch, hier können wir tatsächlich uns umgucken. Aha, je. Einschusslöcher. Diese Einschusslöcher. 50er Kaliber, denke ich. MK31, HMG. So eine Knarre hat ein Mordsgewicht. Keine Chance, die mit einem organischen Arm hochzuwuchten. Äußerst beliebt bei Militech Marines. Bei Ex-Soldaten wie Rinda. Der Scan erkennt keine anderen Patronen. Also war er der einzige Schütze. Ein Kerbo. Hat Rinda auf den Boden geschlagen? Nicht mit der Faust. Siehst du das? Hat irgendeine arme Sau mit dem Schädel drauf geknallt. Mehrmals. Der ist völlig ausgerastet. Klingt ja sehr sympathisch. Hat man hier noch Lager, Patronenhülsen? Jemand hat hier verschiedene Patronen gesammelt. Aber warum? Als ich klein war, haben wir nach Schießereien immer die Hülsen gesammelt. Und dann getauscht. Das hier ist bestimmt das Versteck eines Kindes. Hilft mir mit Rinda nicht weiter. Aber ich beschwere mich auch nicht über einen Einblick in Johnny Silverhands Kindheit. Okay. Hinten ist noch was. Drohne. Nur Schrott. Bestimmt seit Wochen hier. Okay. Oben ist noch irgendwas. Eine Platte oder so? Barriere, Metalllegierung. Okay. Noch eine Barriere. Noch ein Auto und Fußspuren von Kampfstiefeln. Siehst du die Kampfsohlen?
Er ist aufs Dach dieser Hütte geboostet und hat sich das Bein am Geländer gestoßen. Bei den Abdrücken würde ich sagen, ein 3-Meter-Sprung von einem Kerl, der mindestens 160 Kilo wiegt. Anders gesagt, der fetteste Fettsack, der je so hoch gesprungen ist. Oder Rinder hat neben seinem ganzen Chrom auch noch aufgemotzte Oberschenkel. Ein echtes Rätsel, oder? Was mit dem Auto? Das ist eine verchromte Killermaschine, die jede Selbstbeherrschung verloren hat. Hey. Danach sieht's aus. Klingt ja fantastisch. Abgeschlossen. Okay. Na, das kann ja fantastisch werden. Ich freue mich. Eine fette Killermaschine, ey. Oh oh. Relic. Apropos Relic, eigentlich müssten wir da auch mal wieder was verbessern. Oh Gott. Kommt mit Jason Foreman so bekannt vor als Name? Vielleicht wegen Jason Voorhees. Ah, hier ist wieder das Auto. Einfach hinrennen. Ah, Sackgasse. Ah, vielleicht doch mal ein Auto oder Motorrad holen. Okay, können wir wieder ein Fahrzeug holen. Hier kommen wir mal. Hier, ja, Jackies. Ich freue mich ja so sehr, dass wir jetzt mittlerweile mal anständige Klamotten anhaben, die nach was aussehen. Ne? Nicht mehr so ein hässlicher Scheiß. Das ist so gut. Oh, Reed ruft an. Jetzt bin ich aber gespannt. Was zum Teufel willst du, Reed? Du bist eine Enttäuschung, Bee. Für mich, für Song. Okay. Wir hätten ihr helfen können. Zusammen. Das wollte sie nicht. Du hilfst einer Verräterin, die fast die Präsidentin der NUSA umgebracht hätte. Songbird ist keine Terroristin. Ich mache, was ich für richtig halte. Ich will bloß überleben. Sorry, Reed. Ich habe mich entschieden. Ich mache hier keinen Rückzieher mehr. Du verstehst das nicht. Es geht nicht mehr um uns beide. Ihr zwei seid jetzt Feinde der NUSA. Wir, die FIA, finden euch beide. Es gibt keinen Ausweg mehr, wie. Okay. Wir sind schon entkommen. Schade, können wir leider nicht sagen. Der FAA macht dir Ärger, oder? Warum rufst du mich dann überhaupt an? Du klingst verzweifelt. Die FAA macht dir Feuer unterm Arsch, oder? Stimmt schon. Ich bin verzweifelt. Aber das sind wir beide. Also überleg dir schon mal, was du tun wirst, wenn ich dich finde. Okay. Und ich hoffe, du kommst bis dahin zur Vernunft. Danke für die Warnung, sehr nett. Ich ergebe mich nicht. Uns findet keiner, du nicht und die FAA auch nicht. Fick dich. Wow, danke für die Warnung. Denk daran, du hast die Verantwortung für sie übernommen. Wenn wir euch finden, wenn, nicht falls, geht es nicht mehr um irgendwelche Abmachung. Okay. Siehst du, ich hätte auch gar nicht Dogtown finden können, weil es ja hier außerhalb war. Dann habe ich mich schon gar nicht mehr erinnert. So, ein Stück müssen wir noch. Pass auf, ey!
So, ich speichere mal nochmal. Ihr macht mir nichts, oder? Ich kann dir Stoff besorgen. Was zu trinken, was. Das dich, was schon total wegknallt. Nicht jetzt. Mach schon für sie. Wie denkt man, dass es nicht reicht, Rinder zu töten? Du musst uns seine Erkennungsmarke bringen. Ich werde daran denken, statt Symbolen bräuchtet ihr vielleicht eher jemanden, der euch in Zukunft beschützen kann. Danke, wir warten. Oh Gott. Darf da bestimmt nicht einfach so rein, oder? Sicher ist sicher. Oh, die da drüben sehen mich. Ich weiß halt nicht, ob die einfach nur eine Gruppe sind oder zu dem drin gehören. Hier ging eine Alarmbereitschaft, aber die chillen da drüben, ne? Warte mal. Schnell hier reinpacken. Sicher, sicher. Pack mal die Waffe weg. Rinder Geschäfte gemacht? In einem verlassenen Hotel voller Organhändler? Ich frage mich, ob wir ihn im ersten Stock finden oder im ganzen Hotel in Einzelteilen. Hm. Finde Rinder. Hey. Okay. Ja, der Reaper hat sich schon um ihn gekümmert. Hm? Ist mit dem Chrom auf dem Weg zu dir. Hm? Also ein ganz hübsches Toilettchen hier. Ganz wunderschön. Broken trifft das ganz gut. Okay. Ich muss mal an ihr irgendwie vorbei. Nachrichten, Informationen über Gäste. Okay. Kosten die hier angeguckt, da was zu essen. Okay. Oh, da kommt jemand. Wer auch immer von euch da mir zuerst findet, sagt ihm, ich habe mich um den Notstrom gekümmert. Wenn es auf der Ebene eine Überspannung gibt, wird automatisch zum Notstromgenerator gewechselt. Aber jetzt sollte es dieses MedTech-Schrott-Ding nicht mehr ständig abstürzen. Mhm. Hier haben wir drauf. Foto Boys. Plantatsverkauf, okay. Ich kann nicht so lange aufhalten, hier sind zu viele Leute.
mich sehen könnten. Kaffeemaschine. Brauchst du was aus dem Stadion? Besorg mir ein paar Neurosig-Booster. Für den Zetatec-Kram? Jupp. Warum gehst du überhaupt hin? Was mich für Dami um einen Patienten kümmern, der braucht Hilfe. Ich dachte, Dami kriegt seine Leute bloß von uns. Nicht immer. Diesmal ist das ein richtiger Eingriff. Könnten wir die irgendwie ablenken? Da ist was faul. Da hinten. Ah, oh, da ist die Waffe, okay. Rinders Bleispritze. Jedenfalls war er hier. Shit, warum wird er meinen Standort zurückverfolgt? Na, vielleicht müssen wir doch einfach kämpfen. Gar nicht erst durch. Da kommen wir auch nicht durch. Ah, okay, jetzt haben die mich eh. Na gut. Moment. Dann halt auf die harte Tour. Ich glaube, das war es schon, ne? Ah, okay. Das war deutlich einfacher. Achso, ja, okay, komm. Was ist denn hier gerade am... Genau. Genau. Sicher doch. Naja, was auch immer. Okay, liegt hier noch was Wichtiges rum? Hier liegt halt seine Waffe irgendwo, aber... Mache ich eine Tasche für meine Alte. Okay. Doch nicht so hart. Ist mir schon gegrillt. Hat er da irgend so ein Geschützding? Wurf, ne? Mach den Kopf hoch. Ach, da ist ja noch jemand. So. Jetzt ist erstmal Ruhe. Kleidung. Für Militäreinheiten genutzte Kleidung. Blut verschiedener Blutgruppen auf dem Material entdeckt. Okay.
Stärke mit der Borgesweste steht Rinda. Mhm. Und Preise auf Armen und Beinen. Die Skeffs haben ihnen Teilen vertickt? Die 38.000. Aber immerhin wissen wir jetzt, was so ein Wichser wert ist. Boschenkel 43.500. Wade 9.000. Oder was von ihm übrig ist. Interessant. Granatenzünder. Nehmen wir mit. Rindas Operation. Was die Operation von dem Barcase-Typen angeht, ich werde eine Menge aus ihm herausschneiden, also brauche ich massig Blocker Sinnblut für die Transfusion und einen Haufen Betäubungsmittel, die sich mit einer von Militech modifizierten Leber vertragen. Nachricht von Damir Kovac über Leon Rinder. Du bist für ihn zuständig, gib ihm was zum Entspannen, wenn er ankommt. Ich will, dass er schon schläft, bis ich komme. Versuch gar nicht erst, ihm das Chrom rauszureißen, das ist mein Job. Hoffentlich ist das Glas klar. An der Puppe mit seinem Namen auf der Stirn ist ein Diagramm mit dem Implantaten, an dem wir Interesse haben. Bist denn du? Krähe? Das sieht hier schon wieder so nach Kampf aus, ne? Nehmen wir mit. Möchte nochmal speichern. Ich traue dem hier nicht so ganz. Eine Leiche, 46 Jahre, innere Blutung, nach stumpfer Gewalteinwirkung, ungeschickt herausoperierte Implantate. Vielleicht ist er dort, ja. Sieht aber eher aus wie eine Frau und wie nicht wie ein Leon. Neue Püppchen. Sienna Simon. Die Braut hat krasses Chrom aus ihren Konzernerzeiten. Arasaka, Gedächtnisverbesserung, privates Eis. Bringt nichts, das aus der Ferne oder der Nähe durchzubrechen zu wollen. Cyberdeck, Biotech, MK3 und ein Monodraht. Arbeitet im Heavy Hearts an der Bar. Liane Zarate, Meditech-Konzernerin. Noah Schulhoff, Riverdog. Thomas Greenberg. Seid ganz vorsichtig mit dem, okay? Betäubt ihn und entfernt dann sein Rückenmarksimplantat im Bereich L5. Wenn Kovac fertig ist, bringt ihr den Kleinen zu seiner Mutter zurück. Das ist wichtig. Kovac ist ein Sensibelchen und könnte sich gegen uns wenden. Also tut dem Jungen sonst nicht weh, bitte. Zachary Watson, Cedartech-Soldat. Meine Güte. Kommt nach Pacifica. Okay, hochwertige Kampf-Cyberware. Hansen-Soldatentyp. Hör mal, dieser Soldatentyp lebt noch, aber bloß gerade so. Vielleicht verreckt die eingewickelte Mumie noch, vielleicht auch nicht. Aber solange er bezahlt und das Geld ankommt, kümmerst du dich um ihn. Bring ihm sein Essen in den obersten Stock. Wir haben ihn ganz am Ende vom Flur neben dem Schnippschnappzimmer. Schnippschnappzimmer. Ach, je. Schlimmes. Scheiße. Was denn? Trauma-Team-Sachen. Reinigungsmaschine. Der Müll, an den habe ich mich auch langsam schon gewöhnt. Du der, den ich suche? Ne, du bist ein Krähe. Okay. Dachte schon. Das nehme ich an mich. Ich speichere lieber nochmal.
Ich hab so ein bisschen Schiss vor denen, wenn das immer noch so eine riesen Killermaschine ist. Wer weiß. Wo sie den bestimmt schon ein bisschen sediert haben, hoffentlich. Und der wirklich einfach nur noch rumhängt. Das würde meinen Job einfacher machen. Ist halt auch noch so leer hier und so ruhig. Noch eine Krähe, okay. Das finde ich schon ein bisschen komisch, dass die hier schon so rumliegen. Noch einer. Was sind die alle unter Drogen? Bin mir nicht so ganz sicher. Oder sind die einfach nur, gucken die sich die ganze Zeit BDs an? Das kann auch sein. Dass die sich so absichtlich weggeschossen haben. Und reicht sich gehacktes Herzklappenimplantat. Okay. Naja, wenn es hier so viel Munition gibt, ne? Wird der wohl kaum da als eine Leiche irgendwo hier rumliegen. Oh Gott. Mann. Horror-Modus ist schon wieder aktiviert hier. Blut. Blutflecke. Fast frisch. Hier wurde kürzlich jemand aufgeschnitten. Eingeweide an den Wänden, Blut auf dem Boden, Optikware auf dem Tisch. Ja, Eigentümer Leon Rinder. Design à la Scaff. Zerstörte Linse, verbogene Fassung. Kiyoshi MK3 mit freigeschalteten militärischen Funktionen. Sein Blut. Okay. Wurde vor kurzem aufgeschnitten. Muss trotzdem an die Marke rankommen. Optik. Branko, die Kiroshis von Rinder sind nur noch Schrott. Da ist ein Virus drin. Die Nerven haben zu hohe Latenz. Kommt wahrscheinlich alles vom Frühstadium von Hepatitis B. Würde ich einfach in den Müll schmeißen. Scheiße, können wir nicht wenigstens ein paar nützliche Daten daraus runterladen? Irgendwas Interessantes über Barkis, Hansen? Glaube ich nicht, aber ich kann mal gucken. Die sind aber echt nicht im guten Zustand. Und Forever Young. Da liegt noch Blut. Auch 0 minus. Könnte auch alles von ihm sein. Oh. Du bist aber auch nicht derjenige, ne? Nee. Scavenger. Frisch operiert. Bewusstlos. Aber er atmet noch. Diese Irren verschwenden echt keine Zeit. Lassen das Chrom ihre Opfer nicht mal kalt werden, ehe sie es klauen. Oh, das Spiel speichert. Dieses Gefühl wie. Mhm. Eigentlich schon die ganze Zeit. Das scheint auch immer ganz schön rumzubluten hier überall. Okay, ich speichere lieber nochmal. Sicher ist sicher. Oh. Was zum? Okay, ich hab andere Dinge erwartet. Nee. Au. Okay. Ich bring dich um. Scheiße, wo ist er hin? Ich sehe dich doch.
Oh Gott sei Dank. Er ist down. Oh, brennen funktioniert aber gut, du. Wer bist du denn, ey? Bist du der? Nee, Jascha Ivanov. So, ein dicker Kerl, ey. Scheiße, und ich soll Babysitter spielen, oder was? Er hat für Schutz bezahlt. Damis Befehle. Der kann sich seine Befehle in seinen Arsch schieben. Hast du gesehen, wie viel der für seinen Schutz bezahlt? Dateianhang. Hast du es runtergeladen? Schum, ich habe nichts gesagt. Ich passe auf ihn auf. Kümmere mich um ihn. Jetzt soll ich ihm auch eine gute Nachtgeschichte vorlesen. Ihm die Hand halten, bis er einschläft. Was soll ich sagen? Bei so vielen Eddies werde ich butterweich. Ich kann nicht anders. Deshalb kann ich dich ja auch so gut leiden. Okay. Ah, den haben sie ja richtig ausgeschlachtet, wa? Hey, ganz ruhig. Reden wir darüber. Mhm. Du willst doch keinen Unbewaffneten abknallen? Rinder, du siehst anders aus als erwartet. Ich bin hier, um dich zu töten. Ach, kann mich erstmal hinsetzen, ey. Kann ja deine Hand halten. Dich habe ich mir anders vorgestellt. Mit mehr Chrom. Mhm. Ja, Rinder. Der bin ich. Oder was von ihm übrig ist. Dieser Arsch Hansen rottet vor sich hin, also. Wer schickt dich? Ich bin für die hier, die du in den Stacks getötet hast. Was? Die Stacks? Der Typ da wollte mich übers Ohr hauen, aber ich hab niemanden getötet. Mhm. Ich hab Aussetzer. Bin ich ganz da? Ich bin krank, klar? Du weißt da mehr als ich. Hm. Warte mal, da lag noch ein Patientenakte. Mann. Mann, das die Scavs. Du lässt dich von den Scavs ausnehmen wie eine Weihnachtsgans. Wieso? Weil ich so wollte. Was sonst? Hab denen mein Chrom verkauft. Ach, sind zwar kranke Wichser, aber halten ihr Wort. Lass mich raten. Dieser Hühne von einem Scav von vorhin ist ein Ripper. Dieser Clown? Der Beweis, dass die Wachen hier nichts taugen. Hm. Warum hast du bei Barkist aufgehört? Du und Hansen. Was lief da? Hat er dich hängen lassen? Siehst du doch! Hat mich im Stich gelassen. Genau wie meine Chooms. Den Pissern habe ich 8 Jahre geopfert. 8 Jahre? Der Wurm war 20. Das ist keine Entschuldigung. Was dachte er, was passiert, wenn er sich mit Kampf-Cyberware vollstopft? Natürlich knallt es. Hm. Was Jason und 7 weitere Menschen gekillt? Aussetzer? Wie praktisch. Du hast diesen Jungen, Jason, und 7 weitere Leute getötet. Warum? Ich bin krank, okay? Hm, kann ja jeder sagen. Chrom vertecken und von der Kohle die Behandlung bezahlen. Jason war mein Mittelsmann zu den Scavs. Du willst mir sagen, er hat Mitschuld an deiner Misere? Nur, dass er mich gehörig nach Dogtown-Manier ausrauben wollte. Wedelte mit seiner Knarre rum. Scheiß Barbar. Und dann... Ich weiß nicht. Wenn einer ein Barbar ist, dann du. Ich war da. Barbarisch ist, was du getan hast. Was zur Hölle willst du hören? Dass ich meine Sünden gestehe, ob ich mich dran erinnere oder nicht? Von mir aus? Ich bereue es, okay? Ich bereue es. Ich war praktisch ein Kind. Ernsthaft, Junge. Gekuscht, Befehle. Johnny ist auch schon abgefuckt, ey. Was immer ich getan habe, es tut mir leid. Du weißt nicht, wie es in Dogtown ist. Dogtown hat ihm das Hirn weich gekocht. Es muss hier nur so wimmeln von solchen Schwachmaten. Wäre schön, wenn alles Hansens Schuld wäre, aber so läuft das nicht. Hm. Was immer ich getan habe, ich sag es dir. Ich war dort. Die einzigen Schüsse stammen von einer militärischen Waffe. Einer, die nur du haben kannst. Dann hast du Jason x-mal mit dem Kopf auf den Boden gedonnert. Die anderen wie Spielzeug rumgeworfen. Überall war Blut. Nein, unmöglich. Ich schwöre, ich hätte... Er sagt die Wahrheit, hat einen Aussetzer. Erinnert sich nicht. Mit der Cyberware und einer Prise Jezorn ist ein Blutbad vorprogrammiert. Soll ich Eugenia anrufen? Wenn es Cyberpsychose ist, gibt es vielleicht noch Hoffnung.
Erinner dich an Regina. Viele sind fürs Geld zur Armee gegangen. Ich war auch so einer. Aber nach 8 Jahren bei Hansen plötzlich ein Gewissen? So ein Schwachsinn. Deine Lösung ist, ihn umzulegen? Er hat's nicht anders verdient. Es sei denn, du willst jetzt anfangen, jedes Arschloch zu bemitleiden, das ein wenig traurig ist. Klingt nach einer Cyberpsychose. Rinda, die Aussetzer, die Gewalt. Schon mal darüber nachgedacht, dass das eine Cyberpsychose sein könnte? Was? Nur weil ich nicht den Schwanz eingekniffen habe, als der Abschaum mich ausnehmen wollte? Blödsinn! Sieh mich an. Was habe ich noch zu verlieren? Die haben mich alle verarscht. Ich war Soldat. Und sieh mich jetzt mal an. Du hättest alle Zeit der Welt gehabt, die Reißleine zu ziehen. Ich war 20, okay? Das entschuldigt nichts. Ich hab Hansen vertraut. War nicht der Einzige. Deshalb soll ich jetzt an allem schuld sein? Und diese Jammerlappen, die ich in den Stacks gekillt habe. Scheiß auf die Jammerlappen. Scheiß auf okay, Junge. Und alle darin zu gerne abfackeln. Okay, ich täte dir einen Gefallen, wenn ich dich töte, ja. Rinder die Waffe an die Schläfe halt. Pass auf, was du sagst. Pass auf, was du als nächstes sagst. Junge, ey, kein Mitleid. Erledigt, eine wandelnde Leiche. Du kannst mich nicht noch mehr beseitigen. Doch. Sag ihnen, Leon Rinder ist tot. Ist nicht mal eine Lüge. Wenn du das tust, gehört all meine Ausrüstung dir. Die gehört zu mir auch, wenn ich dich töte. Ich bettle nicht. Schieß doch! Was ist, wenn ich dich gehen lasse? Ruf Regina an. Das hat er eigentlich gar nicht verdient, ey. Und? Sag doch was! Dann gib mir deine Erkennungsmarke. Nee. Wenn ich dich gehen lasse, was machst du? Erzähl mal. Ich weiß nicht. Ich suche mir Hilfe von den besten Rippern. Ich gebe noch nicht auf. Ich ende nicht als Krüppel. Mit einer Knarre an der Schläfe tut einem vieles leid. Lass den Mistkerl nicht auf die Tränendrüse drücken, wie. Tut er nicht. Überleg nur, Regina wäre echt gar nicht so scheiße, ne? Weil die macht ja dort mit den Cyberpsychosen. Ich würde eigentlich gerne Regina anrufen, damit er noch eine zweite Chance kriegt, aber weil er ja nicht mal ein Fünkchen Mitleid mit denen hat und die als Abschaum beleidigt hat. Und? Sag doch was! Hat er eigentlich nur eins verdient. Deine Ausrüstung kann ich mir sowieso holen, also was laberst du denn? Ne, Johnny? Sind wir auf einer Seite. Der Typ ist erstmal Abschaum, ob Krankheit oder nicht, aber so nochmal über die Leute zu reden, geht halt gar nicht, ey. Tut mir leid ein bisschen für Regina, weil wäre das perfekte Beispiel für sie, wo sie dran arbeiten kann, aber... Blutpumpe. Gehörte das ihm zufällig, die Blutpumpe? Das könnte sein, ne? Eieieiei. So, verlass das Gebäude. Was für ein Dreckskerl, ey. So. Schauen wir nochmal kurz rum. Aber ich glaube, das Wichtigste werden wir wahrscheinlich haben. Aber coole Mission, ey. Hat mir gefallen. Wie das einen wieder so in die Irre führt, weil hier alles so rot aussieht und so. Jetzt würde dich gleich irgendwer angreifen wollen. Okay, ich glaube, wir hauen... Ach ja, warte mal. Das wollte ich mir eigentlich noch angucken. Alter 27. Medizinische Details, hoher Cortisolspiegel im Blut. Körperlich gesund. Leidet wahrscheinlich unter posttraumatischer Belastungsstörung und Begleiterscheinungen. Implantate Kiroshi MK3 mit aktivierten militärischen Funktionen. Entfernung geplant. Militexter Beamt 3. Dritte Generation mit Nervenverbindungen nach Upgrade 1.8. Entfernung geplant. Durch beliebige erste Generation ersetzen, Militex-Synapsenbeschleuniger, Entfernung geplant. Wheelskin soll an den Beinen entfernt werden. Das ist natürlich die Sache, wo sie seine Sachen hingelegt haben, aber die könnten auch sonst wo sein.
Naja. Was ist denn da so weiß markiert? Weil ich den hier mache. Ist der Bereich so weiß markiert? So eine weiße Umrandung, das ist ja merkwürdig. Aber ist hier noch irgendwas? Nee, ne? Na gut. Wir hauen ab. So, mein Motorrad ist ja noch da. Ah, Mr. Hans. Wie? Bist du gerade in Dogtown? Mhm. Hey, ja. Wir müssen reden. Persönlich. Okay. Nova, Heavy Hearts, ich komme. Und trödel nicht. Du wirst es nicht bereuen. Na, der hat ja viel Selbstbewusstsein. Hm. Ramsestown. Ach stimmt, wir waren ja gerade gar nicht in Dogtown. Hab's schon wieder vergessen. Das vermischt sich irgendwie alles so in eins. So. Erstmal müssen wir zu Brianna. So, mir wird gerade keine... keine Dings mehr angezeigt. Mission verfolgen. So, jetzt. Jetzt wird es mir wieder angezeigt. Dein. Nee, du bist es nicht. Oh, Schenk. Hey, wollt mich mal melden. Tool findet langsam wieder zu sich selbst zurück. Manchmal wacht er immer noch auf und schreit irgendwelche Sachen aus Linas BDs, aber im Großen und Ganzen geht's ihm besser. Der Laden läuft ziemlich scheiße, aber so ist das in Dogtown halt. Da muss man sich keine Illusionen machen. Tut mir leid, dass der Laden nicht läuft, aber das sind wenigstens gute Neuigkeiten über Tool. Das hätte echt schief gehen können, wenn wir ihn so gelassen hätten. Du bist doch selbst schuld, schon mit deinem kranken Kumpel Kohle verdienen zu wollen, ist einfach nur abgefuckt. Ja. Und du jetzt noch damit aufhört, mich ständig kleine Sugar zu nennen. Tja, daran muss ich gewöhnen müssen. Ach, oben. Okay. Ist es vorbei? Ist Rinda tot? Du hast es für uns gemacht, oder? Mm. Rinda war ein Pacifica. Hab ihn erledigt. Dann hat der Dreckskerl gekriegt, was er verdient. Im Namen aller Bewohner der Stacks. Danke. War das Mindeste. Sehr schön. Ich bin zufrieden. Nein. Sie ist die Zielperson eliminiert? Ja. Sie ist neutralisiert. Dann Glückwunsch. Auftrag abgeschlossen. Sehr schön. Und nochmal 8000. Und ein Level up. Sehr schön. So. Eigentlich wollte ich nach der Mission eigentlich aufhören, aber Mr. Hans interessiert mich ja jetzt auch. Sieht aus, als hätte Hans Arbeit für dich. Besonders dringende Arbeit in Dogtown ist wohl bald wieder die Hölle los. Das würde ich mir nicht entgehen lassen. Hm. Oder das schauen wir uns beim nächsten Mal an. Könnten wir eigentlich auch mal, weil wir haben kurz nach Mitternacht. Ich muss morgen wieder arbeiten. Sonst hänge ich direkt wieder an der nächsten Mission fest. Wohl, dass mich ja interessieren würde, was da sagen möchte. Vor allem, wenn es persönlich sein soll. Das muss ja schon mal Großes sein.
Naja. Aber dann speichern wir mal für heute. War ich gespannt, wie das dann generell noch weitergeht mit Sunbird und so. Und wie das andere Ende dann auch aussieht mit Reed. Bin auch sehr gespannt. Aber das sehen wir dann wahrscheinlich in den nächsten Folgen irgendwann mal. Und in der Zwischenzeit könnt ihr auch gerne mal den Kanal abonnieren. Dann werdet ihr auch keine neuen Folgen verpassen. Vor allem auch nicht neue Let's Plays verpassen. Da werden einige jetzt in Zukunft kommen. Ich musste erstmal hinterherkommen mit dem ganzen Schneiden. Cyberpunk habe ich jetzt schon mal die ersten zwei Sessions, die wir gemacht haben, durch. Dann haben wir noch Lies of Pi. Mirage habe ich schon angefangen zu schneiden. Mal schauen, wie ich das alles einplane, weil God of War Ragnarok läuft ja eigentlich auch noch. Da gibt es auch noch mal einige Folgen. Spider-Man 2 wollte ich eigentlich dieses Wochenende aufnehmen, aber das hat nicht so gut geklappt, weil UPS sich so dachte, so nee, ich stelle das einfach nicht zu, obwohl ich zu Hause war. Auch immer sehr schön, danke dafür. Ich glaube, das werden wir dann wahrscheinlich erst im November anfangen. Freue mich aber auch schon sehr, sehr, sehr drauf. Und nächstes Wochenende, wir haben ja gerade den 23. Wahrscheinlich Alan Wake 2 anfangen, passend zu Halloween und Spooktober. Noch ein bisschen Horror hier reinbringen auf den Kanal. Ja, wird auf jeden Fall viel los sein, viele unterschiedliche Sachen, also freut euch gerne drauf. Und bis dahin, habt auf jeden Fall noch einen schönen Tag, Abend, Mittag, Nacht, wie auch immer. Und bis zum nächsten Mal.